In diesem Video möchte ich dir mal drei Übungen aus der Musikkinesiologie vorstellen, die du einfügen kannst, wenn du dich mal nicht so gut fühlst bzw. dich nicht so gut konzentrieren kannst bzw. vielleicht etwas auswendig lernen möchtest, aber sie irgendwie nicht funktionieren will. Dann schau dir mal dieses Video an, vielleicht kann ich dir mit der ein oder anderen Übung helfen. Hallo bei Online Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht und in diesem Video, wie eingangs erwähnt, geht es mal um drei Übungen, die du ausführen kannst beim Üben, wenn du dich mal irgendwie nicht so richtig konzentrieren kannst oder irgendwie stecken bleibst und es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Ja, die erste Übung, die ist super, um wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen, um wach zu werden, um die linke und die rechte Gehirnhälfte in Verbindung zu bringen. Denn oftmals haben wir Konzentrationsprobleme oder Probleme mit dem Auswendiglernen oder ja, alles, was beim Üben irgendwie so miteinander spielen soll, was verknüpft werden soll, haben wir Probleme damit, diese beiden Gehirnhälften in Verbindung zu bringen. Denn nur dann ist ein gehirngerechtes Lernen so richtig erfolgreich. Und das ist eben so ein Aspekt aus der Musikkinesiologie oder überhaupt der Kinesiologie allgemein. Und ja, eine gute Übung ist da zum Beispiel, dafür stellst du die Klarinette am besten erstmal weg, damit du Platz hast. Eine gute Übung ist dabei, wenn du eben versuchst, diese Gehirnhälften wieder miteinander zu verbinden. Das erfolgt so, du fixierst dir an der gegenüberliegenden Wand einen Punkt, möglichst auf Augenhöhe, also nicht, dass du irgendwie nach unten schaust oder nach oben, sondern einfach waagrecht direkt gegenüber an der Wand. Dein Oberkörper sollte bei dieser Übung aufrecht bleiben. Und jetzt solltest du mal versuchen, dein linkes Knie nach oben zu nehmen, während du das mit dem rechten Ellenbogen berührst. Also linkes Knie nach oben, rechts berühren. Und wie gesagt, der Oberkörper möglichst aufrecht bleiben. Das heißt, du musst das Knie recht weit nach oben nehmen. Und dann kommt danach das rechte Knie mit dem linken Ellenbogen. Du bleibst fixiert auf diesen Punkt gegenüber an der Wand. Und das machst du jetzt mit viel Schwung, vielleicht so eine Minute lang. Ja, wir machen es mal gemeinsam. Also mit dem rechten Ellenbogen und linken Knie geht's los. Und vergiss nicht, den Punkt zu fixieren. Das ist eine kleine sportliche Einlage und hilft nicht nur zur Konzentration, sondern du kannst eben auch wieder tiefer einatmen danach oder überhaupt eine tiefere Atmung erzeugen. Und du kannst auch das Tempo nochmal erhöhen. Pass auf, dass dein Oberkörper aufrecht bleibt. Auch da tendiere ich oftmals nach unten zu gehen. Vielleicht kannst du es auch besser als ich. Und dann kommen wir wieder zur Ruhe. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen frischer fühlen, ein bisschen erholter. Und jetzt können wir diese Übung aber auch noch erweitern, indem wir einen Zwischenteil einfügen, nämlich, dass wir jetzt wieder parallel arbeiten. Wir nehmen das rechte Knie nach oben und die rechte Hand auch auf das Knie und machen das auch mit links und immer hin und her. Und das auch wieder mit Schwung und ein bisschen Tempo. Achte darauf, dass du den Punkt fixierst gegenüber an der Wand und die Knie eben nach oben kommen. Und danach geht es gleich wieder in den Überkreuzmodus. Und du merkst vielleicht jetzt schon, dass deine Atmung viel tiefer wird. Und vielleicht merkst du auch, dass du irgendwie, jetzt können wir wieder zur Ruhe kommen, dass du irgendwie wacher bist. Zumindest geht es mir so. Und probier es einfach mal aus. Es ist, man kommt ein bisschen aus der Puste, du merkst es auch an meiner Atmung jetzt vielleicht. Aber es ist eine super Übung und dann kannst du direkt wieder loslegen und deine Aufgabe bewerkstelligen. Das ist eine Übung. Eine andere Übung, die zweite Übung, die ich dir vorstellen mag, das ist jetzt auch aus der Musikkinesiologie. Du merkst, ich bin ein bisschen außer Atem. Und da geht es jetzt aber ruhig zu, nämlich da geht es einfach um den ausgewogenen
Stand, einen guten Bodenkontakt. Den verlieren wir nämlich oft beim Spielen, ohne dass wir es überhaupt merken. Aber wenn wir uns dann mal darauf wieder fokussieren, wenn mal nebendran einer den Ellenbogen ausfahren würde, würde man vielleicht umfallen. Ja, also es sollte aber nicht sein, man sollte immer einen festen Stand haben. Und da gibt es eine Hilfestellung, indem du dir einfach mal deinen Fuß vorstellst, also die Fußsohle. Und wenn ich jetzt mal mit der Hand zeige, deine Ferse, die sollte, also so ein Hufeisen oder vielleicht auch flächig, solltest du dir eine Farbe vorstellen. Eine, die dir jetzt einfach direkt in Sinn kommt. Du musst nicht irgendwas ausdenken, sondern meistens, wenn man darüber nachdenkt, welche Farbe gebe ich der Ferse, dann kommt direkt was. Und es kann jeden Tag eine andere Farbe sein. Ja? Jeder hat einfach irgendwie eine Vorstellung, jetzt im Moment. Ja? Jetzt im Moment ist bei mir zum Beispiel die Ferse einfach rot. Und diese rote Farbe stelle ich mir da intensiv vor, meine Ferse, wie diese rote Farbe auf den Boden aufkommt. Dann haben wir noch zwei Punkte, der große Zeh und der kleine Zeh. Und denen würde ich auch eine Farbe zuordnen. Ja, das, wie gesagt, was dir spontan in den Sinn kommt. Bei mir ist jetzt gerade der große Zeh gelb und der kleine ist blau. Und so schaue ich, dass ich diese Punkte, die ich gerade genannt habe, bei beiden Füßen gut auf den Boden bekomme. Dadurch, dass wir uns eine Farbe vorstellen, ist dieser Bodenkontakt viel leichter zu erzeugen. Und dann überprüft das einfach mal, wie sich das jetzt anfühlt. Und wenn jetzt nochmal einer kommen würde mit dem Ellenbogen, dann würdest du wahrscheinlich dem Ganzen standhalten. Und das kannst du auch immer mal, wenn du mal was Langweiliges, was Einfacheres spielst, dann konzentrier dich mal wieder auf den Fuß oder die Füße und stell dir die Farbe vor, komm wieder ins Gleichgewicht. Und schon wird es sich auch wieder auf deinen Klang auswirken und auch auf deine Konzentration. Und nun möchte ich dir noch abschließend eine dritte Übung aus der Musikkinesiologie vorstellen. Die ist super gut, wenn du etwas auswendig lernen möchtest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tonleitern, Dreiklänge auswendig lernen möchte, ja, und ich bin jetzt dran, fleißig am Üben und möchte jetzt die, weiß nicht, nehme mal wieder die C-Dur-Tonleiter, ich möchte es zum Beispiel nicht zu kompliziert machen, ich möchte sie auswendig lernen und dann passiert mir das. Wie ging es weiter? Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Dann ist diese Übung richtig und wichtig. Und zwar funktioniert sie so, das werden vielleicht manche schon kennen, die sich irgendwann mal mit Kinesiologie beschäftigt haben. Es geht um die liegende Acht. Aber nicht einfach nur so irgendwie eine liegende Acht in die Luft malen, sondern wir nehmen den ganzen Körper dazu mit. Und zwar nimmst du jetzt den Arm deiner Wahl, das ist jetzt ganz egal, ob du links oder rechts wählst. Ich nehme jetzt mal rechts. Ich nehme den Arm und lege ihn so übers Ohr, dass das Ohr komplett abgedeckt ist. Und mein Blick geht auf meinen Zeigefinger. Und jetzt kippe ich den Oberkörper etwas nach vorne und zeichne mit meinem ganzen Oberkörper, mit Blick immer auf den Finger, eine liegende Acht. Ich mache es einmal vor, ich beginne, indem ich nach oben gehe. Der andere Arm ist übrigens ganz locker. Und diese Übung kannst du auch bedacht und langsam ausführen, gut reinspüren, ob du auch wirklich diese liegende Acht triffst. Die sollte aber fließend sein, die Bewegung. Und während du das machst, kannst du sogar, wenn du jetzt zum Beispiel eine C-Dur-Tonleiter auswendig lernen möchtest, zum Beispiel die Notennamen aufsagen dabei. Also ich mache das mal. Also ich lege wieder an, das Ohr ist komplett abgedeckt, mein Blick ist auf die Finger gerichtet und ich sage mal, während ich die liegende Acht mal zeichne, die Notennamen auf. C, D, E, F, G, A, H. C und abwärts, C, H, A, G, F, E, D, C. Und dann spiele ich die Tonleiter wieder und probiere mal, ob jetzt nicht mehr hängen bleibt.
War für mich jetzt gut. Ich kann die Tonleiter schon länger spielen, aber ich hatte trotzdem, ich habe diese Übung schon lange nicht mehr gemacht, jetzt habe ich es wieder rausgeholt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich viel klarer im Kopf war, dass ich genau gewusst habe, welche Note als nächste kommt und nicht einfach nur mein Fingergedächtnis genutzt habe. Und dadurch fühlt man sich viel sicherer. Ich würde dir raten, probier es doch einfach mal aus. Alle drei Übungen müssen nicht alle gleich hintereinander sein, aber nutz es. Nutz dieses Material, dieses Wissen, baue es in dein Üben ein und du wirst merken, dass das Üben irgendwie vielleicht wieder ein bisschen mit mehr Freude, mit mehr Spaß behaftet ist, dass du schneller und besser vorankommst. Falls dich weitere dieser Übungen interessieren und du mit der Musikkinesiologie dich noch ein bisschen mehr vertraut machen möchtest, es gibt noch viel weitere. Diese Übungen stammen alle aus diesem Buch. Von einer Professorin, die eigentlich Flöte unterrichtet und die hat eben ein ganz tolles Buch herausgebracht. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Furo Karimi. Und ich verlinke dir es einfach mal in der Infobox, falls es dich interessiert. Ein wirklich empfehlenswertes Buch. Und ansonsten, wenn du natürlich noch weitere und andere Übungen aus sämtlichen Feldern für die Klarinette mitbekommen möchtest, dann abonnier doch einfach meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!